Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Videoreihe. Ich bin der Patrick und bespreche heute mit das Thema Ernährung vor dem Kraftsport. Die Ernährung vor dem Kraftsport beginnt nicht erst 30 Minuten vor eurem Training, sondern meist schon am Tag davor. Wichtig ist, dass ihr einen Tag vor eurem Training euren Körper schon genug Kohlenhydrate gebt, um am nächsten Tag genug Kraft zur Verfügung zu haben, euch optimal zu unterstützen. Am besten dafür sind geeignet komplexe Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Haferflocken und alles, was in diese Richtung passt. Direkt vor dem Training solltet ihr allerdings auf komplexe Kohlenhydrate verzichten, da euer Körper nicht mehr an die wichtigen Nährstoffe daran rankommt und sie euch bloß schwer im Magen liegen. Denn es gilt immer, wenn der Körper verdaut, habt ihr bis zu eine 30-prozentige Einfall in eurer Leistungsfähigkeit und Kraft. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Deshalb sind schnelle und komplexe Kohlenhydrate direkt vor dem Training um einiges besser. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Kraft vor dem Training nicht ausreicht, esst eine Banane, damit seid ihr auf der richtigen Seite. Aber im Normalfall beginnt das Ganze hier oben und wenn ihr euch durchpusht, werdet ihr ganz bestimmt genug Kraft finden. Wenn ihr mehr zu dem Thema, wie ihr eure Ernährung vor, nach oder sogar schon während dem Training gestalten solltet, schaut bei uns vorbei. Wir haben einen Link in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr uns auf YouTube und in unserem schönen Studio. Macht's gut!